Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute befassen wir uns mit der 17. Lesung von Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Ich habe ein wenig mit mir gekämpft und tue es im Grunde immer noch, ob ich es in diese Aufnahme mit reinmache, dass ich mal ein paar Worte sage zu diesem angeblichen Anschlag, der auf Donald Trump am 13.07. in Amerika gemacht wurde. Ich hatte gestern ein Video gesehen von Michael, der sich da eine Dreiviertelstunde mit beschäftigt hat und ich finde es auch ganz okay. Man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Leute eben noch gar nicht die richtigen Hintergründe kennen. Aber ich finde persönlich, dass für Leute, die meinen Kanal folgen und die Hintergründe des Jesuitismus und der römisch-katholischen Kirche kennen, die wissen, wer die wahren Drahtzieher dieser Welt sind und die wissen, worum es wirklich geht in der sogenannten neuen Weltordnung, die ja nicht neu ist, dass die Menschen wissen, vor allen Dingen, wenn sie die Videos gesehen haben, die ich damals mit Michael gemacht hatte über JFK, ne? Also Kennedy, die dann auch Parallelen sehen von damals von Kennedy zu dem Anschlag auf Trump, dem sogenannten, dass das eigentlich wahrscheinlich Verschwendung wäre, da viel drüber zu sprechen. Also ich habe mir nur ein paar ganz kurze Fakten angeschaut und habe nur gesagt von Leute, wer das glaubt, der glaubt auch noch an Hänsel und Gretel oder Dornröschen oder Schneewittchen oder andere irgendwelche Märchen. Das ist mir einfach zu offensichtlich. Natürlich, die große Masse, das muss man leider zugeben, die große Masse wurde schon immer betrogen, wird betrogen und wird auch in der Zukunft weiterhin betrogen. Und die große Masse glaubt den Quatsch, der da in den Medien von erzählt wird, von diesem angeblichen Anschlag. Ich glaube da gar nichts zu. Wenn man sich allein schon das Bild in Michaels Video anschaut, wo er sagt 120 Meter oder 120 Yard, es gibt da unterschiedliche Daten zu, die da rausgeschickt werden, wäre der Abstand von dem Dach des Hauses bis zu dem Podium, wo Trump schoss, und er hatte da also eine ganz klare und freie Schusslinie, da muss man sich schon an den Kopf fassen und sagen von Leute, das kann alles nicht. Mein erster Gedanke war nur, als es hieß, er war am Ohr getroffen, da dachte ich nur von, ja, das muss einen sehr guten Schützen haben, der genau eben nur das Ohr trifft und nicht mehr, weil das ist Absicht. Wen die Jesuiten töten wollen, den haben sie noch immer getötet in den letzten 500 Jahren oder fast 500 Jahren. Es dauert ja noch 10 Jahre bis zu ihrem 500-jährigen Jubiläum, ne? 1534, 2034. Wen sie haben töten wollen, den haben sie bis jetzt immer noch tot bekommen. Und JFK war ja nun wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man es macht und wie man es schafft. Und da ist bis heute keiner für in den Knast gegangen. Und dieser sogenannte Attentäter geht da auch nicht für in den Knast, weil der ist ja natürlich gleich totgeschossen worden. Da braucht man gar keine großen Diskussionen mehr hinterher. Dann braucht man keinen Jack Ruby, der den angeblichen Attentäter dann erst noch umbringt, wie damals bei John F. Kennedy und so weiter und so weiter. Also ich will da wirklich keine Zeit drin verschwenden. Das, was ich hier jetzt dazu sage, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Jeder guckt sich die sogenannten Fakten bitte selbst an und überlegt dann selber, warum auch dieser zwischen Anführungszeichen Attentäter drei Namen hatte, genauso wie der Attentäter von Lincoln, der ja John Wilkes Booth hieß, oder der von Kennedy, der, wie hieß er jetzt noch wieder, Lee Harvey Oswald, oder auch der Attentäter des Oklahoma-Bombings, James McVeigh, Timothy James McVeigh, auch drei Namen, ne? Also immer einen Mittelnamen damit bei haben. Und es gibt so viele Dinge, die so ähnlich sind, dass man sagt von Leute, und alleine schon die Art und Weise, wie das gelaufen ist. Also, was man damit bezwecken will, das ist eine andere Sache. Darüber können wir vielleicht mal in modernen Kriegen diskutieren. Weiß ich nicht, ob Gerald oder Marius das anbringen. Ich werde ja diese Einleitung zu Kreml und Vatikan auch dort abspielen, dann werden wir sehen, ob sie darauf reagieren wollen. Ich für meinen Teil beschäftige mich da nicht mit. Ich finde das absolute Zeitverschwendung, sich mit einem so offensichtlichen Theater zu beschäftigen. Und das ist natürlich Theater, weil wann passiert es? Genau in der sogenannten sauren Gurkenzeit.
wenn politisch nichts los ist, Mitte Juli. Die Leute haben andere Sorgen. Hier in Europa hatten sie vor allen Dingen die Sorgen, wer denn hier Europa Fußballmeister wird. So, okay, damit belasse ich es mit Donald Trump. Mehr ist mir der Mensch wirklich nicht wert. Wenn ihr noch mehr über Trump selbst wissen wollt, hoffe ich, dass ihr Englisch sprecht. Habe ich 3,5 Stunden Sendung zu gemacht. Donaldus Trumpius, ja, die römische Puppe. Guckt euch das dann an. Das ist auch ganz interessant. Da lernt man ein wenig über den Hintergrund und deswegen möchte ich da wirklich nicht mehr Zeit an verschwenden. Wir fahren jetzt fort in dem Buch Kreml und Vatikan, 500 Jahre Kampf um die Macht. Wir sind in dem Kapitel, wo ich eben die Seite aufschlage, ich vergesse den Namen immer, eine gewaltsame Wendung. Passt diesem angeblichen Anschlag. Hat ja auch eine gewaltsame Wendung gegeben, jetzt wahrscheinlich im Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Amerika dieses Jahr. Aber gut, davon weg. Wir sind hier mit einer anderen gewaltsamen Wendung beschäftigt. Wir sind damit beschäftigt, wie die römisch-katholische Kirche nach dem mehr oder weniger, lass uns mal sagen, gescheitert sowieso, aber sanften Anpacken des Demetrius ihre Mission geglückt ist, nicht geglückt ist, missglückt ist, wie sie das jetzt halt mit einer gewaltsamen Wendung anders erreichen wollen. Das beschäftigt uns in diesem Kapitel, wo wir schon einige Seiten gelesen haben. Den nächsten Absatz, den ich vorlese, habe ich letztes Mal die Lesung damit beendet. Ich lese ihn nochmal vor, dass wir wieder reinkommen und ich werde ihn nicht mehr diskutieren. Das habe ich letztes Mal genügend getan und ich hoffe auch, dass eure Kommentare das reflektieren. Ich weiß es nicht, weil wir haben heute, wie gesagt, den 16. Juli und dieses Video kommt, glaube ich, Anfang November oder Ende Oktober oder sowas raus. Da wird man dann sehen. Gut, also, auf Seite 160, der zweite volle Absatz, da geht's los. Und der Autor sagt uns hier: Es zeugt von der Unwissenheit des Zaren und seiner Minister, dass sie glaubten, internationale Organisationen wie Jesuiten und Freimaurerorden durch Verbote erledigen zu können. Jede Gewaltanwendung und alle Gesetze dieser Art haben sich in solchen Fällen immer wieder als wirkungslos erwiesen. Das gilt von diesen Verboten des Zaren ebenso wie von den Jesuiten- und Sozialistengesetzen Bismarcks oder denen des nationalsozialistischen Regimes der Jahre 1933 bis 1945 und den Verboten des Kommunismus von heute, ja, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da war ja auch eine ganz große Hetze auf die Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg losgegangen mit McCarthy, wenn ihr den euch mal anschauen wollt, ja, die McCarthy-Periode. Daher hatte der klarblickende und denkende Johannes Scher schon zu dem Jesuitengesetz Bismarcks im Jahre 1872 in sein Sommertagebuch, das 1873 in Zürich veröffentlicht wurde, auf Seite 110 eingetragen, Zitat: So ein Gesetz würde der Jesuiterei so wenig Abbruch tun, als es der Kommunisterei Eintrag tut, wenn man in altherkömmlicher Polizeistaatsstupidität die Kommunistenapostel auf die Festung setzt oder nach Sibirien schickte, wie im zaristischen Russland. Schafft gute Schulen, aus welchen das Bonzentum verbannt ist, und mit diesem Wiederjesuitengesetz bewaffnet, werdet ihr es erleben, dass die Gezieferschaft Loyolas nicht aus Deutschland gewaltsam hinausgeschmissen zu werden braucht, sondern bloß lustig hinausgelacht wird. Aber solche Schulen wollt ihr nicht, weil dieselben ein Geschlecht heranzögen, welches in der Stimmung und imstande wäre, auch noch anderes Ungeziefer vom deutschen Boden wegzulachen oder wegzuwischen. Ende Zitat. Und solch anderes Ungeziefer gab es nicht nur im Jahre 1872 in Deutschland, sondern auch im Jahre 1820 in dem zaristischen Russland. In dieser Hinsicht war die Zarin Katharina II. Klüger als ihr Enkel Alexander I. Sie stand auf den Standpunkt Schers, indem sie, laut Tagebuch ihres Geheimschreibers Krapowitschki, Eintragung vom 18. Juli 1872, sagte, Zitat: Innerhalb 60 Jahren wird es keine Sekten mehr geben. Sobald die Volksschulen eingerichtet sein werden, wird der Aberglaube von selbst verschwinden. Man braucht keine Gewalt anzuwenden. Ende Zitat. Da hat sie zwar recht. Das Problem ist nur, das wird auch da nicht passieren, weil die orthodox-katholische Kirche eben auch eine Sekte ist. Und sie spricht hier ja nicht aus biblischer Sicht. Das war aber von dem Johannes Scher, meine ich, doch schon der Fall.
Es kommt allerdings dabei nicht nur auf die Einrichtung der Volksschulen an, sondern auf das, was dort gelehrt wird, damit jene Wirkung eintritt, die Scher erwartete, sagt der Autor. Und das trifft ja genau auf das zu, wo ich letztes Mal euch ja das Zitat von Martin Luther aus 1520 an den deutschen Adel, an den Adel der deutschen Nation vorgelesen hatte, wo er eben sagt, die Schulen werden weit geöffnete Pforten der Hölle, wenn man unsere Kinder nicht tagtäglich in der Heiligen Schrift unterrichtet. Eben, was dort gelehrt wird. Ja? Der Leitgedanke der sogenannten Heiligen Allianz war die Unterdrückung der freiheitlichen Regungen gewesen. Ihr folgten am 20. September 1819 die Beschlüsse der zu Karlsbad unter Metternichs Leitung versammelten Minister, die jede freiheitliche Regung in Deutschland erstickenden Karlsbader Beschlüsse. Die ständige Furcht des Zaren vor den glimmenden revolutionären Regungen in Europa mag ihn veranlasst haben, den Gedanken einer Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche erneut zu erwägen. Eduard Winter schreibt dazu, und ganz kurzer Kommentar nur von mir, wenn der Zar die Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche in Erwägung zieht, um die Revolutionierungen abzuwehren, dann hat der Zar überhaupt keinen Einblick, von wo die ganzen revolutionären Regungen überhaupt ausgehen. Da ist jeder Zuhörer meines Kanals, Leser dieses Buches oder Folger meiner Videos schlauer als der Zar. Das mal eben dazu. Eduard Winter schreibt also Folgendes dazu. Zitat: Deswegen erscheint es nicht so abwegig, wenn der Zar am Ende seines Lebens wieder dort beginnen wollte, wo sein Vater Zar Paul I. aufgehört hatte. Bei einem engen Bündnis des zaristischen Russlands mit dem Papsttum. Schon das Glückwunschschreiben des Zaren zum Regierungsantritt Leos des 12. des Nachfolgers Pius des 7. Richtig, ich war jetzt gerade eben am Ende des 19. Jahrhunderts, da ist es Leo der 13., der Pius dem 9. auffolgt. Also schon das Glückwunschschreiben des Zaren zum Regierungsantritt Leos des 12., der dann Nachfolger war von Pius dem 7. im Jahre 1823, war von einer auffallenden Wärme. Er versprach den Katholiken in Russland die heilsamen Wirkungen einer ganz brüderlichen Fürsorge. Vergleiche hier mit dem Artikel 1 der Heiligen Allianz zuzuwenden. Der Papst ging auf diesen Ton ein. Der Gedanke der Union der russischen mit der römischen Kirche, um dadurch die Restauration zu stärken, wurde wieder lebendig. Ende Zitat. Ja, General Michaud, Graf von Bourretour, berichtete in einem Brief vom 1. Juli 1835 dem Zaren Nikolaus I., der Brief wurde erst im Jahre 1937 veröffentlicht, also 102 Jahre später, dass Alexander I. zu Beginn des Jahres 1825 beabsichtigte, selbst zur katholischen Kirche, also zur römisch-katholischen Kirche, überzutreten. Eduard Winter schreibt zu diesem ominösen Brief, Zitat: In diesem Brief beschwört der General, er habe von Alexander I. Anfang 1825 in Petersburg den mündlichen Auftrag erhalten, sofort zum Papst zu reisen, und ihm die Bitte zu unterbreiten, dass ihm ein katholischer Mönch, möglichst Angehöriger eines Bettelordens, so rasch als möglich gesandt werde, da er gedenke, selbst katholisch zu werden und auch sein Reich katholisch machen wolle. Für die Durchführung gedenke er, alles einzusetzen, selbst das Leben. Es werde nicht leicht sein, aber bei dem ernsten Willen des Kaisers und des Papstes müsse es gelingen. Winter meinte zwar, es erscheint auf den ersten Blick fantastisch. Der Jesuit de Buc, der sich eindringlich mit Russland beschäftigte, schrieb deswegen 1858 den Satz, Zitat: Es ist schwer zu verstehen, dass dieser Kaiser Alexander als Katholik gestorben sei. Doch, fügt er hinzu, aber schließlich existieren die offiziellen Schriftstücke im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Paris.
Es handelte sich sichtlich um streng vertrauliche, damals noch als Staatsgeheimnisse gehütete Berichte des französischen Gesandten in Petersburg oder um Materialien aus dem Familienarchiv der Bourbonen. Ja. Also interessant finde ich wirklich, dass der Brief hier von 1825, 1937, von 1835, 1937 veröffentlicht wurde. Über 100 Jahre später. Da sieht man mal, wie oft man erst, wie spät man oftmals erst Einblicke in Geschichte bekommt. Ne? Also sogenannte Historiker haben auch vorher keine Einsicht in solche Dinge. Ne? Es kann allerdings auf den ersten oberflächlichen Blick fantastisch erscheinen, dass der Zar als Katholik gestorben sei. Tja. Wer sich aber in der Geschichte, der wirklichen Geschichte und nicht nur in der Fable Convenue, also die Fable ist ja eigentlich das Märchen, auf das man sich geeinigt hat. Ja, Convenue, ja, das bequeme Märchen. Nicht nur, wer sich also in der wirklichen Geschichte und nicht nur in der Fable Convenue umgesehen hat, dem erscheint eine solche Bekehrung unter den gegebenen Umständen und bei der mystischen Charakterveranlagung Alexanders I. durchaus realistisch. Wenn Winter zu dem bald erfolgten Tod Alexanders schreibt, Zitat, verständlich werden in diesem Zusammenhang auch übertreibende Gerüchte. Etwa Alexander I. sei, weil seine Absichten einer Katholisierung Russlands nicht verborgen blieben, vergiftet worden. So dürfte dieses Gerücht gar nicht so übertrieben sein. Die Dekabristen erwogen schon seit dem Jahre 1817 die Ermordung Alexanders I. Immer wieder wurden unter ihnen die Möglichkeiten erörtert, wie der Zar umzubringen sei. Nicht nur in Russland, sondern in ganz Europa flüsterte man, Alexander ist ermordet, Alexander ist vergiftet. Talleyrand, der damals französische Außenminister und über alle geheimen Vorgänge in der europäischen Politik sehr genau unterrichtet war, sagte ironisch, Zitat, es ist hohe Zeit, dass die Kaiser von Russland ihre Todesart verändern. Ende Zitat. Dagegen halten wir auch wieder das andere Gerücht. Alexander sei der Regierung müde gewesen und habe sich im Jahre 1825 unerkannt nach Sibirien begeben, wo er als der geheimnisvolle Mönch Fjodor Kusmitsch gelebt und erst im Jahre 1864 gestorben sei. Für eine Sage. Ja. Oder für viele Leute eine Fable Convenue. Alexander war Freimaurer. Und Papst Leo XIII. Behauptete in seiner Enzyklika Humanum Genus vom 20. April 1884, in der Freimaurerei, Zitat, wird die Todesstrafe nicht selten vollzogen, wenn einer überführt wird, ihr Geheimnis verraten oder das Befohlen nicht ausgeführt zu haben. Ende Zitat. Der Jesuit Hermann Gruber meinte, das Bombenattentat auf Napoleon III. Kann als Beispiel einer maurerischen Urteilsvollstreckung an fürstlichen Brüdern dienen. Sollten diese Behauptungen zutreffen, so könnte auch die Vergiftung des Zaren, der, obgleich Freimaurer, die Freimaurerei verbot, allerdings als Beispiel einer maurerischen Urteilsvollstreckung an fürstlichen Brüdern gewertet werden. Ja, eine Vergiftung ist schließlich noch leichter zu bewerkstelligen, als ein Bombenanschlag. Jener Bombenanschlag auf Napoleon III. Wurde von dem Geheimorden der Carbonari ausgeführt. Der Russe Semewski schreibt in seinem im Jahre 1909 in St. Petersburg erschienenen Buche Die politischen und gesellschaftlichen Ideen der Dekabristen, diese hätten eine Verbindung mit den schweizerischen Carbonari unterhalten. Weiter schreibt er, La Harpe, der ehemalige Erzieher Alexanders I. entsandte nach Petersburg eine nicht mehr junge, aber sehr schöne Französin, die sich darum bemühen sollte, Alexander aufs Neue für die liberalen Ideen zu gewinnen. Außerdem wollten die schweizerischen Carbonari angeblich Alexander I. als das Haupt der Heiligen Allianz umbringen. Alexanders Verhältnis zu La Harpe hatte sich abgekühlt und um diese Zeit korrespondierte er schon nicht mehr mit ihm. Ende Zitat. Infolgedessen rechnete La Harpe vermutlich darauf, dass jene sehr schöne Französin den für weibliche Reize sehr empfänglichen Alexander durch ihren
Sex-Appeal beeinflussen würde, wie die schöne Gräfin Castiglioni nach dem missglückten Bombenanschlag des Carbonari Orsini Napoleon III. Beeinflusste. Diese Frau, der die Männer wie die Hunde nachliefen, wie der Franzose Octave Aubry sagte, diese Frau erreichte in der Politik als Sexbombe, was die Sprengbombe nicht erreicht hatte. Sieht jemand Parallelen zu Marilyn Monroe im 20. Jahrhundert? Oder andere Frauen- und Sexskandelchen? Denke mal an Bill Clinton und das blaue Kleid dieser, was war denn das? Praktikantin im Weißen Haus da? Ich komme gar nicht mehr auf ihren Namen. Ja, es gibt nichts Neues unter der Welt, ne? Unter der Sonne, in der Welt. Selbstverständlich, werte Autor Ford, sind derartige Pläne und deren Ausführung schwer nachzuweisen. Leopold von Ranke, der sich in seiner Abhandlung Die Carbonari mit diesem Geheimorden beschäftigt hat, schrieb darüber, Zitat, wenn es schon schwer ist, sich über Zustände und Ereignisse der neuesten Zeit, welche offen am Tage liegen, zu unterrichten, wie viel schwieriger wird es, den geheimen Verzweigungen verborgener Bildungen, die lange gleichsam ein unterirdisches, der Sonne entzogenes Dasein fortsetzen, auf die Spur zu kommen. Begnügen wir uns, wenn wir zu dem Unbezweifelten nicht gelangen können, mit dem Wahrscheinlichen. Ende Zitat. Auch wir müssen uns in diesem Fall mit dem Wahrscheinlichen begnügen. Wie jener große Geschichtsforscher und Schreiber auch. Überblicken wir nun rückschauend das Verhalten Alexanders I. in allen diesen Fragen, so müssen wir dem genialen russischen Dichter Puschkin zustimmen, der diesen Zaren jene Verse widmete. Zitat. Nicht anders dieser Herrscher schien, in Widersprüchen sich bewegend, Gesicht und Tun, ein Harlekin. Hiermit kommen wir in das nächste Kapitel des Buches. Auf der Seite 165 beginnt es Revolutionen in Europa. Hier werden wir vielen bekannten Dingen begegnen, aber neue Erkenntnis gewinnen, das kann ich euch versprechen. Wer das hin und her schwankende Verhältnis zwischen den römischen Päpsten und den russischen Zaren beziehungsweise die sich daraus ergebende, bald freundlichere, bald feindlichere Stellungnahme der russischen zu der römischen Kirche verstehen will, der muss natürlich die jeweiligen vordergründigen realpolitischen Ereignisse in ihren Wechselwirkungen auf die hintergründigen ideologischen Zusammenhänge berücksichtigen. Wir sahen, dass die Zaren in der römischen Kirche ein unüberwindliches Bollwerk gegen die französische Revolution von 1789 mit allen ihren ideologischen und politischen Auswirkungen in Europa zu erblicken, glaubten. Daher suchten sie immer, wenn sich in ihrem Lande irgendwelche revolutionären Strömungen zeigten, die Unterstützung der Jesuiten bzw. des Papstes zu gewinnen. Die Päpste suchten ihrerseits natürlich bei diesem politischen Geschäft für sich und die römische Kirche Vorteile einzuhandeln. Das ist verständlich. Doch man kann mit den Worten des revolutionären französischen Dichters Beaumarchais fragen, qui trompe-t-on ici? Wen täuscht man hier? Oder wer täuscht sich hier? Oder wer täuscht wen? Diese Lage blieb unter der Regierung des Bruders und Nachfolgers Alexanders I., dem Zaren Nikolaus I., unverändert. Nach dem Tode Alexanders brach der lange vorbereitete Aufstand der Dekabristen in Russland aus. Wieso war der lange vorbereitet? Weil meiner Meinung nach da die Jesuiten ihre Hände im Spiel hatten. Michael Wolkonski nennt sie in dem Untertitel seines verdienstvollen Buches die Dekabristen die ersten russischen Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts. Er hat recht. Die geistige Beschaffenheit der Dekabristen ist charakterisiert durch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und Neigung zum Idealisieren. Sie durchdringt eine feurige, begeisterte Liebe zur Freiheit, Liebe zum Vaterland, doch ohne einen Schatten von Chauvinismus und zum Wohle des Volkes.
So hat der Russe Dovnar Sapolsky sie in seinem Buch Die Geheimgesellschaft der Dekabristen aus Moskau 1907 erschienen, gekennzeichnet. Die Dekabristen, so meinte M.N. Prokrowski, eben kurz zumachen, hier, dass keine Mücken reinkommen. So sagte M.N. Prokrowski in seiner russischen Geschichte, gehörten nicht zu den Menschen, die nachträglich patriotische Phrasen anwenden. Sie taten das, wovon sie reden. Ende Zitat. Ein anderer Schriftsteller, Gershenson, hat in der im Jahre 1908 in Moskau erschienenen Geschichte des jungen Russlands geschrieben, Zitat, der Typus des Dekabristen, das ist in erster Linie der Typus eines innerlich vollkommen gefestigten Menschen, dessen seelische Beschaffenheit klar bestimmt ist, keinen Schwankungen unterliegt, eines Menschen, dem in sich selbst nichts zu tun bleibt und der deshalb ganz nach außen gewandt ist. Die Weltanschauung, die er sich angeeignet hatte, verlangte nach Teilnahme am Leben und natürlich in der Hauptsache am gesellschaftlichen Leben, das so weit hinter ihr zurückgeblieben war. Deshalb mussten diese Leute rein aus psychologischen Gründen zu Politikern werden. Ihnen persönlich, und zwar jeden Einzelnen, verlieh diese psychische Sättigung eine erstaunliche moralische Stählung. Und darum leuchteten sie, als das Leben ihren persönlichen Mut auf die Probe stellte, in der Finsternis der Bergwerke wie kostbare Edelsteine auf. Ende Zitat. Der Aufstand der Dekabristen hätte unter günstigeren Verhältnissen sehr wohl zum Erfolg führen können. Aber das Volk verharrte in Teilnahmslosigkeit. Es war eine Revolution von oben. Die Führer waren wohlhabende und angesehene Leute aus Offiziers- und Beamtenkreisen, die beim Fehlschlagen des Aufstandes alles zu verlieren hatten und auch verloren. Der schwedische Geschichtsschreiber M.J. von Krusenstolpe hat im vierten Bande seines bereits genannten Werkes Riska Hofvet Fren Peter Ein Till Nikolaus I, Stockholm 1855, den Dekabristenaufstand dargestellt und dabei einige bezeichnende Einzelheiten geschildert. So berichtet er über die Versuche der führenden Offiziere, die Truppen für die beabsichtigte Revolution zu begeistern. Er schreibt: Die Offiziere begrüßen das Vorlesen aller derartigen Stellen eines von den Führern verfassten Aufrufs mit dem Rufe: Es lebe die Freiheit! Aber die Soldaten ließen diese Rufe kalt. Man sah es der Verlegenheit dieser armen Menschen an, dass keine Saite in ihrem Innern vibrierte. Das Wort Freiheit war ihnen ein leerer Schall. Sie hatten in ihrem Leben nichts von Freiheit gehört. Weder die Kirche noch das Militärreglement sprachen davon. Beide kannten nur den unbedingten knechtischen Gehorsam. Ende Zitat. Die Dekabristen hatten eine nach dem plötzlichen Tod des Zaren Alexander I. eintretende mehrwöchige Regierungskrise zum Losschlagen benutzt. Es handelte sich bei dieser Krise um die Thronfolge. Es war fraglich, welcher der Brüder des verstorbenen Zaren dessen Nachfolger werden würde, Konstantin oder Nikolaus. Die Meinungen waren noch gespalten. Einer der führenden Dekabristen, Sergei Murawjow Apostol, hatte daher in seiner Ansprache an die Truppen unter anderem gesagt, Zitat, »Was brauchen wir denn Konstantin? Wir können ihn ebenso gut wie den anderen, also Nikolaus, entbehren. Die Republik ist uns nötig. Lasst uns alle rufen, es lebe die Republik!« Krusenstolpe sagt dazu, hatte aber schon das Wort Freiheit nicht bei den Soldaten verfangen wollen, so konnte es das ihnen gänzlich unverständliche Wort Republik noch weit weniger bewirken. Wenn wir euer Gnaden einen Gefallen damit tun, so wollen wir gern. Es lebe die Republik rufen, wer wird denn aber Zar sein? Antwortete ein alter Grenadier auf die Äußerung Murawjow Apostolos mit rührender Naivität. Dieser entgegnete ihm, dass es in einer Republik gar keinen Zar gäbe, worauf der Grenadier schnell einfiel, oh, Dank euer Gnaden. Dann geht die Sache in Russland nicht. Und die ganze Kompanie pflichtete einstimmig dieser Ansicht bei. Kommentar überflüssig, sagt der Autor, und dem stimme ich kommentarlos zu. Einer der bedeutendsten Dekabristen,
Lunin hat gesagt, Zitat, die Erhebung vom 14. Dezember 1825 hatte als bloße Tatsache geringe Auswirkungen, aber in prinzipieller Hinsicht besitzt sie eine gewaltige Bedeutung. Sie war die erste offizielle Kundgebung des Volkswillens zugunsten eines Repräsentativsystems und der konstitutionellen Idee, die durch die Geheimgesellschaft verbreitet worden war. Ende Zitat. Und Volkonski schrieb, Zitat, der Aufstand der Dekabristen geschah ganz uneigennützig. Sie waren Säher und der Same fiel in gutes Erdreich, auch wenn er zeitweise unter der kalten und rauen Schneedecke der Selbstherrschaft verborgen blieb. Ende Zitat. Sie konnten nichts als ihn ermorden, ruft Schiller dem spanischen Tyrannen in seinem Drama Don Carlos an der Leiche des gemordeten Idealisten Posa zu. Diese Worte könnte man sinngemäß auch auf den Zaren Nikolaus I. und die gemordeten Dekabristen anwenden. Ich muss ja noch mal kurz für einen kleinen Kommentar unterbrechen. Die Dekabristen sind also mehr oder weniger eine Geheimgesellschaft. Die Dekabristen sind also mehr oder weniger Menschen, die eine Revolution von oben nach unten durchführen. Die Dekabristen wollen hier das autoritäre Zarensystem durchbrechen, durch eine Republik einzuführen. Wenn man sich diese paar Punkte, die ich gerade genannt habe, anschaut und man kennt die Politik der Jesuiten im 19. Jahrhundert, die ja eben auch dazu geführt hat, wie ich mir gesagt hatte, mit den drei Treffen, Wien 1815 und dann Verona und Chiri, wo eben die Jesuiten den Herrschern ganz klar gesagt haben, ihr müsst eure Macht offiziell abstehen, dafür werden also abtreten, ihr müsst Republiken, Demokratien und solche Sachen erlauben, dafür werden wir dafür sorgen, dass eure Köpfe auf den Hälsen bleiben. Ihr erinnert euch den Kommentar, den ich da gebracht habe, dafür probieren sie hier genau das Gleiche. Und deswegen in Russland. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass hinter diesen Dekabristen das Treiben der Freimaurer Schrägstrich Jesuiten steht. Welche Richtung das auch war. Es hat Ähnlichkeiten mit der Französischen Revolution. Es hat Ähnlichkeiten mit allen Umwerfungen eines tyrannischen Herrschers, der ja eben IRNI-mäßig aus dem Jesuitenorden ja, ihrer Ansicht nach legalerweise weggeschafft werden kann. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass da eine dieser beiden Organisationen dahinter steckt, hinter dem Dekabristenaufstand. Das Volk war nicht mit. Das Volk will selbst die autoritäre Herrschaft eines Zaren. Das sieht man ja in der Aussage dieses Grenadiers, der sagt, dann, euer Gnaden, geht die Sache in Russland nicht. Und die ganze Kompanie stimmt ihm einstimmig dieser Ansicht, verpflichtet ihm einstimmig dieser Ansicht bei. Ne? Also ich bitte das nochmal zu berücksichtigen. Das ist, warum ich die Schlüsse daraus ziehe. Allein schon Dekabristen ist eine Geheimgesellschaft. Das alleine sagt doch schon genug. Ja? Ich habe noch nie von einer Geheimgesellschaft gehört, wo das Volk sich in zusammengeschlossen hat. Und eine Revolution von oben nach unten ist keine Revolution des Volkes. Sondern hier wäre dem Volk wieder etwas anderes aufgezwungen worden, weil sie sagten, okay, was wir mit dem Zaren nicht erreichen, dann wollen wir das mit der Republik erreichen. Und sie wollten sehen, ob sie das im Volk unterkriegen. Und sind damit auf die Schnauze gefallen, um es mal ganz klar im Deutsch zu sagen. Das ist, wie gesagt, mein Verständnis hiervon. Dem müsst ihr nicht zustimmen. Aber aufgrund der Erfahrung der Bücher und Dinge, die ich gelesen habe, bin ich dazu gekommen, dass das so gewesen sein muss. Mein kleiner Kommentar. Nun geht's weiter. Unser deutscher Dichter Chamisso widmete damals den Dekabristen folgende Verse, Zitat. Was wir geträumt, noch war es nicht beschlossen. Lass eine Zeit noch laden, Schuld auf Schuld. Sich dehnen und kräften, den Kolossen umfassen eine halbe Welt. Geduld. Ihn wird der Zorn des Himmels doch zertrümmern. Gott heißt Vergeltung in der Weltgeschichte und lässt die Saat der Sünde nicht verkümmern. Ende Zitat. Der Dekabristenaufstand wurde zwar niedergeschlagen, aber ihr Werk war nicht vergebens, schrieb der Bolschewist Lenin. Die Dekabristen erweckten Herzen, sah Alexander Herzen 1812 bis 1870. Herzen entfaltete die revolutionäre Agitation.
Ende Zitat. Also, ihr Werk war nicht vergebens, die Dekabristen erweckten Herzen. Da geht es um die Person Alexander Herzen, der lebte zwischen 1812 und 1870. Dieser Alexander Herzen entfaltete die revolutionäre Agitation. Dieser Agitation ist der Zarismus 100 Jahre später erlegen. Bang, da haben wir den Beweis von dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich hier nicht ganz verkehrt liege mit meiner Einschätzung davon. Denn die Jesuiten planen 100, 150 Jahre im Voraus. 1812 bis 1870 hat der hier gelebt. Diese Agitation ist der Zarismus 100 Jahre später erlegen mit der Oktoberrevolution, mit der bolschewistischen Revolution. Das war damals alles bereits eingeplant. Die Saat war hier gesät. Diese Entwicklung hat auch Krusenstolpe vorausgesagt. Er schrieb daher in dem genannten Werk, eine zweite Revolution wie die, welche soeben missglückt ist, kann leicht das Leben und Eigentum der stillen und industriellen Bewohner dieser großen Stadt, Petersburg, der Brutalität der Muschiks preisgeben. Wehe, wenn diese Proletarier ihre Ketten zerbrechen, in denen sie jetzt noch der Aberglaube erhält und die sie in ihrem Knecht sind und aus Furcht vor der Polizei, welche mit Prügel und Knute die Disziplin unter ihnen aufrechterhält, nicht fühlen. Wehe, wenn eines Tages in ihnen das Verlangen sich regt, die Härte, mit welcher man sie behandelt, zu rächen, die oft systematische Demütigung, zu welcher man sie erniedrigt, zu vergelten. Ende Zitat. Die Folge- und Begleiterscheinungen der russischen Revolution von 1917 haben erwiesen, wie richtig der schwedische Historiker die Lage erkannt und die Ereignisse vorausgesehen hatte. Aber auch der deutsche Kulturhistoriker Johannes Scherr hat zu dieser von ihm vorausgeahnten russischen Revolution in der Präambel zu seinem Aufsatz »Die Dekabristen« geschrieben, Zitat, die Exzesse der Rebellion entsprechen mit logischer Notwendigkeit den vorhergegangenen Exzessen der Tyrannei. Wie der Despot, so der Rebell. Wie der russische Zarismus, so die russische Revolution. Ende Zitat. Allerdings braucht sich diese Tyrannei nicht immer nur in politischen, polizeilichen oder klerikalen Unterdrückungen auszuwirken. Es gibt auch eine soziale und wirtschaftliche Tyrannei, die nicht weniger drückend, empörend und aufreizend ist. Kavete! Der letzte Zar, Nikolaus II., hatte im Jahr 1917 mit seiner ganzen Familie zu büßen, was Nikolaus I. versäumt hatte. Nämlich, sich durch die Dekabristen von der Unhaltbarkeit des Zarismus belehren zu lassen. Er konnte nichts als sie ermorden, so schreitet die Nemesis mit einer alles niederwerfenden Gewalt durch die Geschichte der Menschheit. Es verdient an dieser Stelle angemerkt zu werden, dass der Sträflingstransport der zur Zwangarbeit nach Sibirien verurteilten Dekabristen über Jekaterinenburg führte. Jener Stadt, wo der letzte Zar Nikolaus II. Sein Ende fand. Es ist eben das Verhängnis der Regierenden. Und zwar gilt dies für Zaren, Könige, Fürsten, Präsidenten und Parteiführer in gleicher Weise. Es ist also das Verhängnis dieser Regierenden, dass sie nichts aus der Geschichte lernen wollen. Also auch nicht anders als das Volk, das sie regieren, nicht? Aber, so meinte schon Voltaire, der größte Teil der Fürsten, Minister und sonstigen Würdenträger hat nicht Zeit zum Lesen. Sie verachten die Bücher und sind beherrscht durch ein dickes Buch, dass das Grab des gesunden Menschenverstandes ist. Ende Zitat. Dieser Vorstellung Voltaires entspricht die Äußerung des russischen Dichters Schukowski über den Zaren Nikolaus I. Zitat: Ich sah fast niemals ein Buch in seiner, also Nikolaus, Hand. Seine einzige Beschäftigung war Exerzieren und die Soldaten. Ende Zitat. Als er noch Großfürst und Divisionskommandeur war, äußerte Nikolaus einmal bei einer Offiziersbesprechung: Meine Herren Offiziere, befassen Sie sich mit dem Dienst, nicht mit der Philosophie. Ich kann Philosophen nicht ausstehen. Ich werde allen Philosophen die Schwindsucht an den Hals jagen. Vielleicht hat er aber jenes dicke Buch, von dem Voltaire spricht, umso besser gekannt.
Jedenfalls haben seine Generale dieses dicke Buch stets sehr eifrig gelesen. Der Vorsitzende der von Nikolaus I. eingesetzten militärischen Untersuchungskommission sagte bei dem Verhör zu den angeklagten Dekabristen: Sie haben, meine Herren, immer nur Tracy, Benjamin Constant und Bentham, das sind fortschrittliche Schriftsteller, gelesen. Sehen Sie, wohin das geführt hat. Ich habe mein Leben lang nur die Heilige Schrift gelesen und sehen Sie, was ich verdient habe. Dabei wies er auf die zwei Reihen Ordenssterne, die an seiner Brust glänzten. Ende Zitat. Natürlich war mir von Anfang an klar, welches dicke Buch hier gemeint war. Aber wenn man das dicke Buch liest und nicht versteht, dann kommt man zu solchen Aussagen wie der Vorsitzende von Nikolaus I. eingesetzten militärischen Untersuchungskommission, der hier eben sagt, Sie haben immer nur fortschrittliche Schriftsteller gelesen und sehen Sie, wohin es geführt hat. Ich habe die Heilige Schrift gelesen und sehen Sie, was ich verdient habe. Seht ihr, wenn man als wahrer bibelgläubiger Christ immer nur die Heilige Schrift liest und etwas verdienen will, dann liegen unsere Verdienste nicht in irgendwelchen Orden oder in Geld oder in Ruhm auf dieser Erde, sondern wir wahren unsere Schätze im Himmel auf. Ja? Da, wo keine Diebe sie stehlen können, wo keine Motten sie fressen können. Unsere Schätze sind nicht vorzuzeigende Orden oder Reichtum oder Ruhm, sondern unsere Schätze sind das Verständnis des Herzens und des Wesens Gottes, des Wesens und der Lehre Jesu Christi und diese anderen Menschen unverändert weitergeben, wie es in der Schrift steht. Damit bauen wir unsere Schätze im Himmel auf. Und das kann man nur, wenn man die Heilige Schrift nicht nur liest, sondern sie auch versteht. Dieser Vorsitzende der Untersuchungskommission Nikolaus I., der dieses Zitat hier bringt, und die anderen Menschen, die wir gerade besprochen haben, die so gemeint das dicke Buch gelesen haben, haben das, was ich gerade eben sagte, nicht verstanden. Und das ist die Essenz aus dem Buch. Der Aufstand der Dekabristen in Russland war und blieb keine Einzelerscheinung. In fast allen Ländern Europas zeigten sich mehr oder weniger umfangreiche und erfolgreiche revolutionäre Bewegungen. Im Jahre 1820 brachen Revolutionen in Portugal, Spanien und Italien aus. Ihr seht also, 5 Jahre nach dem diesem Treffen in Wien da. Ja? 1820 war dann, glaube ich, das in Verona und 1822 war das in Kiri. Ja? Also ihr seht, wie zeitnah das einhergeht mit, was ich sagte, was die Jesuiten damals bei diesen drei Treffen oder Konferenzen oder wie auch immer man das nennen will, da den Führern beschlossen haben. Bereits im Jahre 1820 brachen Revolutionen in Portugal, Spanien und Italien aus. Sie wurden, wie in Russland, niedergeschlagen. In Spanien wirkte dabei ein französisches Expeditionsheer mit, das die reaktionäre Regierung des Königs Ludwigs XVIII. Bereitwillig zur Verfügung stellte. Im Jahre 1830 wurde die reaktionär-klerikale französische Regierung des Königs Karl X., Nachfolger Ludwigs XVIII., gestürzt und der König wurde verjagt. Ils n'ont rien appris, ni rien oublié. Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen, sagte Talleyrand damals von den klerikal gelenkten und in diesem Sinne regierenden bourbonischen Königen. Im gleichen Jahre begann der erste polnische Aufstand gegen die russische Herrschaft. Selbst in der Schweiz versuchten die Jesuiten maßgeblichen Einfluss zu gewinnen. Dadurch brach im Jahre 1847 ein Bürgerkrieg zwischen den jesuitisch geleiteten katholischen und den republikanisch gesonnenen Schweizern, der sogenannten Sonderbundskrieg, aus. Über den hatten wir ja gesprochen in den Sondersendungen für moderne Kriege mit unserem Schweizer Bruder Alexander. Nach dem Siege der Republikaner wurden die Jesuiten als die Urheber jenes Bürgerkriegs aus der Schweiz ausgewiesen. Während die Unruhen in der Schweiz noch andauerten, brachen im folgenden Jahre in Frankreich die Februarrevolution, in Wien, Berlin, in Rom und Ungarn bewaffnete Aufstände aus.
In Frankreich wurde die Zweite Republik gebildet, während die Aufstände in Deutschland gewaltsam unterdrückt wurden. Die österreichische Regierung hatte zwar den Aufstand in Wien brutal niedergeworfen, vermochte aber nicht der Revolution in Ungarn, das damals mit Österreich vereinigt war, ne, KUK, Kaiser und Königreich, Herr zu werden. Auf das österreichische Hilfegesuch stellte der Zar Nikolaus I. sofort zwei russische Heere von insgesamt 120.000 Mann zur Verfügung. Mit Hilfe dieser russischen Armee wurde der ungarische Aufstand blutig beendet. Ein gewisser Zusammenhang zwischen allen diesen europäischen Revolutionen bzw. Aufstandsversuchen lässt sich nicht übersehen. Der evangelische Kirchenhistoriker Friedrich Nippold hat dazu geschrieben, Zitat: Dieselben geheimen Genossenschaften, die uns schon im 18. Jahrhundert von der Aufhebung des Jesuitenordens bis zum offenen Ausbruch der Revolution begegneten und deren erstes gewichtigstes Vorbild der Jesuitenorden selbst war, diese geheimen Genossenschaften lassen auch während der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts allenthalben ihre Spuren verfolgen. Ende Zitat. Wenn das nicht eine Bestätigung all meiner Kommentare in der Hinsicht bereits ist. Hier am Ende auf Seite 171 gehen wir jetzt in eine sehr wichtige Fußnote hinein, die sich über mehr als eine Seite erzieht. Also sie geht auf Seite 172 fort. Und diese Fußnote kommt aus dem ersten Band von den Dekabristen bis zu dem Versuch, die Agitation ins Volk zu tragen. Erschienen in Gotha 1910, Mysten, Maurer und Mormonen, Wien 1956. Da sind die Zitate jetzt raus, was wir jetzt lesen. Es steht in dieser Fußnote das Folgende. Friedrich Nippold. Geschichte des Katholizismus seit der Restauration des Papsttums. Erschienen in Elberfeld 1883 auf Seite 295. Ludwig Kuletzki schreibt in seiner Geschichte der russischen Revolution, Zitat: Die Geheimbünde in der Zeit der Restauration und der Julimonarchie bereiteten in Frankreich die Revolution von 1830 und 1848 vor, deren Folgen durchaus nicht vorübergehend und oberflächlich waren. Die militärischen Verschwörungen und geheimen Gesellschaften spielten in der Geschichte Spaniens im 19. Jahrhundert eine ungeheure, ja sogar ausschlaggebende Rolle. Die Einheit Italiens war das Ergebnis einer jahrzehntelangen Geheimbundtätigkeit, die geschickt die internationalen politischen Zustände auszunutzen wusste. Ohne die Aktion der Carbonari, ohne die Verschwörung von Mazzini, und die Kämpfe der Verschwörer unter Garibaldi wäre dieses große historische Ereignis überhaupt nicht denkbar. Geheime Gesellschaften bereiteten den berühmten griechischen Aufstand vor. Diese Beispiele genügen, um die sehr bedeutende Rolle geheimer, in Verschwörungen mündender Gesellschaften in gewissen Phasen der sozialen Entwicklung zu beweisen. So entstanden denn auch gerade damals in Russland die ersten Geheimgesellschaften, die sich mit Politik beschäftigten und den Charakter einer Verschwörung annahmen. Ende Zitat. Und jetzt hoffe ich, dass ihr gut zugehört habt, welchen Namen ich hier erwähnt habe. Ohne die Aktion der Carbonari, die wir hier in dem Buch bereits besprochen haben, ohne die Verschwörung von Mazzini, und die Kämpfe der Verschwörer unter Garibaldi. Wer war denn Mazzini? Mazzini war der Vorsitzende der größten Freimaurerloge in Italien, der angeblich einen Briefwechsel mit Albert Pike hatte, wo ihr ja wisst, dass da 1870, 1871 angeblich ein Brief geschrieben wurde von Albert Pike an Mazzini über die kommenden drei Weltkriege. Wovon der erste Anfang des 20., der zweite beinahe Mitte des 20. Jahrhunderts stattgefunden hatte und der dritte, in dem sind wir mittendrin. Ich persönlich bezweifle die Echtheit dieses Briefes. Ich persönlich bezweifle, dass ein solcher Brief, wenn er jemals innerhalb von Geheimgesellschaften geschrieben worden wäre,
Nee, Albert Pike war der höchste Freimaurer damals in Amerika, war Jesuiten kontrolliert von Jean-Pierre de Smet, dem Jesuitengeneral der damaligen Zeit. Wenn der einen solchen Brief an Mazzini geschrieben hätte, das wäre niemals ans Licht gekommen. Wenn sowas ans Licht kommt, dann hat das eine gewisse Absicht. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Das jedenfalls ist hier die Verschwörung von Mazzini und die Kämpfe der Verschwörer unter Garibaldi. Garibaldi war derjenige, der den Marsch auf Rom gemacht hat, und zwar den ersten Marsch auf Rom. Nicht Mussolini, der hat ja auch einen gemacht, 1923. Nein, der Garibaldi hat das in den 60er Jahren gemacht und hat im Grunde damals die päpstlichen Staaten weggenommen und hat das alles unter Italien zusammengefügt. Das wird ja in vielen Stellen eben auch gesehen, ne? 1866, die 1260 Jahre des Antichristen, wo dann der Antichrist machtlos war und Papst Pius XII. Sich in seinen Vatikan verschanzt hat, 1870 dann das Vatikanische Konzil einberufen wurde, wo die Unfehlbarkeit des Papstes ausgerufen wurde, wo eben die ganze weltliche Macht vom Papst angeblich weg war, bis sie 1929 wiedergewonnen wurde durch den Lateranvertrag von Mussolini, dem Mann der Vorsehung, mit Papst Pius XI. War das, glaube ich, damals, der das gemacht hatte. Also, es sind ganz wichtige Personen hier mit bei. Natürlich ist 1866 die weltliche Macht des Papstes nicht weggegangen und 1929 ist auch keine Wunde geheilt worden. Darüber werden wir in anderen Sendungen später ausführlich sprechen. Das hat alles ganz andere Daten und Hintergründe, aber das ist eben, was der Welt vorgegaukelt wird, weil die Welt glaubt ja auch an den zukünftigen Antichristen und nicht den Papst oder das Papsttum als den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Nur wie gesagt, ich wollte nur eben sagen, die Namen, die ich gerade vorgelesen habe, also die Carbonari, die wir hier schon in der Lesung erwähnt haben, die Person Mazzini und die Person Garibaldi sind also schon mal ganz wichtige Dinge, die hier untergebracht werden. Und je mehr man Geschichtsverständnis hat und die kennt, dann weiß man eben auch, weshalb hier die zitiert werden und was eben hier die Essenz der Aussage ist. Am Ende des Zitats steht es, so entstanden denn auch gerade damals in Russland die ersten Geheimgesellschaften, nachdem wir ja in Italien zum Beispiel schon die Freimaurerei hatte, in Frankreich die Freimaurerei hatte, entstand jetzt auch in Russland die ersten Geheimgesellschaften, die sich mit Politik beschäftigten und den Charakter einer Verschwörung annahmen. Eine jede Geheimgesellschaft, die sich mit Politik beschäftigt, ist schlussendlich unter der Ägide, unter der Führung der Jesuiten. Da muss man sich bewusst von sein. Alles andere ist Naivität, wenn man das nicht erkennt oder bestreitet. Wie gesagt, eine sehr interessante Fußnote am Ende auf Seite 171, die eingeleitet wurde mit dem Absatz, ein gewisser Zusammenhang zwischen allen diesen europäischen Revolutionen und Aufstandsversuchen lässt sich nicht übersehen. Der evangelische Kirchenhistoriker Friedrich Nippold hat dazu geschrieben, was dann halt in die Fußnote leitete, dieselben geheimen Genossenschaften oder Gesellschaften, die uns schon im 18. Jahrhundert von der Aufhebung des Jesuitenordens bis zum offenen Ausbruch der Revolution begegneten und deren erstes gewichtigstes Vorbild der Jesuitenorden selbst war, lassen auch während der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts allenthalben ihre Spuren verfolgen. Ende Zitat. Der Jesuit Pachtler schrieb hierzu, Zitat, wer die Erscheinungen der neuen und neuesten Geschichte nicht oberflächlich betrachtet, sondern nach ihrem tieferen Grunde nachforscht, wird immer auf ein Zentrum kommen, aus welchem der unheimliche Geist unserer Zeit seine Fälschungen der Wahrheit, der Geschichte und des Rechtes ausstrahlt. Es ist ein furchtbares System in der abgründigen Irreleitung der Geister und der Herzen. Man studiere die soziale, die politische, die religiöse Strömung und man wird finden, dass alle drei aus einer und derselben Quelle ihr Gift bezogen haben. Wohl sind auch sekundäre Quellen, welche ihre schmutzigen Gewässer in den Hauptarm ergießen, aber sie sind eben nur Nebensache. Diese Hauptmacht des Unheils ist die Organisation menschlicher Irrungen und Leidenschaft in dem Geheimbunde
der Freimaurerei. Ende Zitat. Das kommt aus dem Jesuitenwerk Der stille Krieg gegen Thron und Altar unter das Negative der Freimaurerei. 1876 in zweiter Auflage erschienen. Jetzt lasst mich doch einmal ganz doll lachen. Ich schätze, ihr lacht mit, nicht wahr? Vom ersten bis zum letzten Wort ist das wunderbar richtig, was dieser Jesuit hier sagt. Nur, am Ende spricht er und sagt, diese Hauptmacht des Unheils ist die Organisation menschlicher Irrungen und Leidenschaften in dem Geheimbunde der Freimaurerei. Da ist er natürlich ganz deutlich in dem Punkte, den Finger woanders hinzuweisen, als dahin, wo er wirklich hingehört. Wir wissen, dass der Geheimbund der Freimaurerei an oberster Stelle geleitet und kontrolliert wird von dem Orden der Jesuiten. Dieses Zitat kommt aber von einem Jesuiten selber. Der zeigt doch nicht mit dem Finger auf sich selber. Der zeigt doch nicht mit dem Finger auf seine eigene Gesellschaft. Der zeigt doch nicht mit dem Finger auf seinen eigenen Orden und was die alles erreicht haben und wie sie es erreicht haben. Aber wir wissen zum Glück, dass wenn er hier die Geheimbunde der Freimaurerei als Schuldigen anzeigt, dass wir das verstehen müssen, dass es im Grunde die Jesuiten sind. Das Wunderbare an dieser Aussage finde ich, dass er in diesem kleinen Absatz alles das zusammenfasst, was wir in allen Werken über die Jesuiten bisher sowieso gelesen haben und gelernt haben. Ein Jesuit sagt es hier selber. Und ich möchte mit diesem Absatz schließen. Ich lese ihn gleich nochmal vor. Und ich werde ihn in der nächsten kommenden 18. Sendung nochmal vorlesen, um zu beginnen. Denn danach fährt der Autor fort mit einem Zitat aus der Zeitschrift Stimmen der Zeit vom Juni 1917. Und da werden wir dann nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt möchte ich, dass ihr euch dieses Zitat von dem Jesuiten Pachtler bitte mal auf der Zunge zergehen lasst. Hört zu, nehmt das Buch raus, lest mit. Der Jesuit Pachtler schrieb, Zitat, wer die Erscheinungen der neuen und neuesten Geschichte nicht oberflächlich betrachtet, sondern nach ihrem tieferen Grunde durchforscht, wird immer auf ein Zentrum kommen, aus welchen der unheimliche Geist unserer Zeit seine Fälschungen der Wahrheit, seine Fälschungen der Geschichte und seine Fälschungen des Rechts ausstrahlt. Es ist ein furchtbares System in der abgründigen Irreleitung der Geister und der Herzen. Man studiere die soziale, man studiere die politische, die religiöse Strömung und man wird finden, dass alle drei aus ein und derselben Quelle ihr Gift bezogen haben. Also, die soziale, die politische und die religiöse Strömung beziehen allemal aus derselben Quelle ihr Gift. Wohl sind auch sekundäre Quellen, welche ihre schmutzigen Gewässer in den Hauptarm ergießen, aber sie sind nur Nebensache. Die religiöse Strömung, die politische Strömung und die soziale Strömung. Diese Hauptmacht des Unheils ist die Organisation menschlicher Irrungen und Leidenschaft in dem Geheimorden der Sociedad Jesus. Das sage ich. Und er spricht hier von dem Geheimbunde der Freimaurerei. Um natürlich eben wieder dieses Spiel rechts-links-Freimaurer gegen Jesuiten zu spielen. Der Jesuit zeigt doch nicht mit dem Finger auf sich selbst. Er zeigt auf die Freimaurerei, die aber im Endeffekt dasselbe Ziel verfolgt, die von den Freimaurern geführt ist. Diese Aussage ist so wahr. Man studiere die soziale, politische und die religiöse Strömung und man wird finden, dass alle drei Strömungen aus ein und derselben Quelle ihr Gift bezogen haben. Genau, aus dem Jesuitismus. Und damit beende ich die Lesung für heute. Bis zum nächsten Mal.
Shalom, Maranatha.